zu der Frage, was ist Bewusstsein, die mir noch keiner beantworten konnte. Nun die Frage, ist Bewusstsein etwas? Ist Bewusstsein ein Inhalt des Bewusstseins? Denn aus meiner Sicht ist alles, über was ich sprechen, was ich erforschen kann, was ich sehen kann, hören kann, empfinden kann, Inhalt des Bewusstseins. Bewusstsein ist absolut notwendig, um all das überhaupt wahrzunehmen, zu erkennen, zu definieren, zu beschreiben. Aber Bewusstsein selbst, kann Bewusstsein selbst wahrgenommen werden? Ich kann sagen, ich bin bewusst. Ich kann sagen, ich bin Bewusstsein. Also gibt es noch die Wahrnehmung, die Bewusstsein wahrnimmt. Gibt es die Wahrnehmung, die sagen kann, ich bin bewusst? Nochmal zur Frage zurück. Ist Bewusstsein etwas? Ist Bewusstsein ein Objekt, das hervorgerufen werden kann durch Vorgänge in einem Gehirn? Das Gehirn würde ich ja gar nicht wahrnehmen oder das erleben, wenn ich einen Kopf aufschneiden würde von einem Toten, dass da ein Gehirn drin ist. Könnte ich ja gar nicht wahrnehmen, wenn Bewusstsein ist, nicht da wäre. Es ist so ineinander vernetzt, dass Bewusstsein nur mit einem Gehirn auftauchen kann und ein Gehirn nur auftauchen kann, wenn Bewusstsein da ist. Doch ist das Bewusstsein nicht das Gehirn und das Gehirn nicht das Bewusstsein? Ist das Gehirn nur der Inhalt des Bewusstseins und das Bewusstsein etwas nicht Materielles, das einfach bewusst ist, dass die Schöpfung, die Welt, das, was erforscht werden kann, wahrnimmt? Ist Bewusstsein überhaupt was Persönliches? Oder gibt es nur das eine Bewusstsein, das beim Hören und beim Sprechen immer das Gleiche ist? Das, was hört und das, was spricht, ist dasselbe Bewusstsein, das sich nur tarnt, indem es eine Programmierung annimmt und sagt, so, nee, ich bin jetzt hier die Person, so und so und so, ich habe die Geschichte, ich kann doch gar nicht dasselbe Bewusstsein haben wie du. Und was ist hinter diesen ganzen Konzepten? Einfach nur Bewusstsein? Nicht nur einfach nur, sondern das Wunder vom Bewusstsein? Ist Bewusstsein etwas? Ob aufschlussreich oder nicht, viel Spaß beim Sehen, beim Wahrnehmen.